Ich bin der Kuni Philipp. Wir sind hier bei mir auf dem Hof. Lugetau 1. Ich habe vorwiegend Landwirtschaft und betreibe im Nebenerwerb noch Kundenmasterei. Und die Saison startet jetzt eigentlich mit dem heutigen Tag. Lassen wir los. Wie ihr hier seht, ist die Anlage. Die habe ich letztes Jahr neu gekauft. Mit einer speziellen Wäscherei. Die mit Wasserumwälzung und mit Luftblasen. Und durch die Luft hineinblasen wird das abgewaschen. Es wird durch das schön gedreht, dass es auf allen Seiten sauber wird. Nachher geht es mit dem Elevator rauf. Das ist der lange, schräge Teil. Geht dann für in die Treibe runter. Und dort wird es gemahlen. Dann kommt es hier auf die Presse. Hier in den Behälter rein. Und hier kann ich einstellen, wie viel was ich auftragen will zwischen die zwei Bänder. Dann läuft das hier durch. Hier ist der meiste, das ist die Vorpresszone. Und hier läuft der meiste Most. Hier laufen 60-70%. Und dann kommt es auf die Wellen. Bis dahin haben wir sicher 90%, 92% vom Saft draussen. Dann geht es weiter, das ist die Auspresszone. Und die Wellen werden immer kleiner. Und dadurch wird der Druck auf die Maischen immer grösser. Und da hinten da tröpfelt es eigentlich nur noch ein bisschen. Hier kommt der Trage hinten raus. Der Most fließt hier ab durch das Blech in die Auffangwanne. Nachher wird er direkt mit der Pumpe hier den Schlauch in den Tank gepumpt. Und es geht so, von 100 Kilo Obst gibt es 75 bis 80 Liter Saft. Reiner Apfelsaft.